Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Cassandras Movie Times Film Update. Ja, ich habe bei Amazon und bei Rebuy eingekauft und wollte euch meine Errungenschaften jetzt mal vorstellen. In absehbarer Zeit, also die nächsten Tage, gibt es auch ein Cassandras Movie Time. Natürlich, ist ja mal wieder überfällig, nur für die Leute, die schon danach gefragt haben, es kommt. Es dauert noch 2, 3 Tage, ich muss noch ein paar Filme sichten, aber dann, liebe Leute, dann geht's los. So, ich fange mal an. Ja, ich fange mal an mit Rebuy. Da habe ich mir gekauft Wolf Creek. Ich weiß nicht, ob er Wolf Creek oder Wolf Creek ausgesprochen wird. Ich denke mal Wolf Creek, ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich den Film schon mal gesehen. Nein, ich sage euch nicht, wie ich ihn bewertet habe. Auf jeden Fall heißt es hier oben, wie soll man dich finden, wenn niemand weiß, dass du vermisst wirst. Also es ist wirklich ein starker Film. Aber mehr dazu in einem Cassandras Movie Time Video. Da habe ich mir natürlich dann auch gleich den zweiten Teil gekauft. Wolf Creek 2. Habe ich auch schon mal gesehen. Also im Grunde genommen geht es immer darum, dass junge Leute da irgendwo in Australien sind und irgendwie einen Reifendefekt haben oder was auch immer und dann spricht sie so ein begnadet guter Schauspieler an, der ihnen helfen will. Das Ganze endet im Chaos. Da braucht man starke Nerven. So, als nächstes habe ich gekauft The Loved Ones, Pretty in Blood. Das ist ein geiler Film. Ja, ein junges Mädchen, eher harmlos wirkend, würde man denken. Ja, der blutigste Abschlussball seit Carrie, ja. Das Genre Meisterwerk des Jahres, ja, er ist es. Also wie gesagt, es ist ein Abschlussball, ich glaube Highschool oder was auch immer in Amerika. Und da ist ein sehr harmloses Mädel, das untergeht, das gerne auffallen würde, aber nicht auffällt. Und sie nimmt ihren absoluten Adonis mit nach Hause, lädt ihn ein und foltert ihn dann. Ha, ja, so ist es. Sie und ihr Vater. Krank. Kranker Film. Aber nein, ich sage kein Urteil. Werde ich nicht. Werde ich nicht tun. So, dann meine nächsten Einkäufe von Rebuy. Da habe ich mir mal gekauft Cabin Fever 1. Aber nicht nur Cabin Fever 1, Cabin Fever 2 und Cabin Fever 3. Jetzt habe ich sie alle. Und dazu noch neuwertig. Das war mir unbedingt wichtig. Ja, zu den Filmen werde ich euch jetzt auch nichts Großartiges erzählen. Warum wohl? Weil ich sie euch ja noch vorstellen möchte in irgendeinem Cassandra Movie Time Video. Ja, und darauf freue ich mich. Also Cabin Fever 1 kenne ich natürlich. Ist für mich ein Top-Film. Cabin Fever 2 ist auch nicht schlecht, aber der an 1 ranreicht. Und Cabin Fever 3, Patient Zero, Virus steht hier oben. An den kann ich mich eigentlich kaum noch erinnern, aber ich werde natürlich mein Gedächtnis auffrischen, um euch dann kundzutun, wie ich die Filme befinde. Der kam übrigens in dieser Box hier. Komplett uncut, alle 3 Teile. Da freue ich mich schon. Dann habe ich mir einen Film gekauft, den ich mal als Leihvideo hier hatte und der mich echt beeindruckt hat. Und zwar Husk, Join the Harvest, Erntezeit, ab 16. Ja, den könnte man durchaus auch ab 18 bringen. Ein ganz, ganz toller Film. Ja, wie ihr schon seht, hier ist eine Vogelscheuche auf dem Bild. Ja, es geht wieder um ein paar junge Leute. So sieht er von innen aus.
Es geht wieder um ein paar junge Leute, die irgendwo stranden in der Botanik, so ist es ja meistens, und dann ein Haus finden und plötzlich wird der eine oder andere zur Vogelscheuche. Warum? Das klärt sich erst später und viel mehr werde ich euch auch nicht verraten. Nein. So, und dann habe ich noch ein Must-Have. Tanz der Teufel, das Remake ab 16. Ja, jetzt ab 16 freigegeben. Hatte ich schon mal gekauft von Sam Rainey, aber die Disc war defekt. Na gut, ich habe kein langes Drumherum gemacht. Ich habe sie mir jetzt nochmal bestellt. Allerdings war sie diesmal 5 € billiger. Ich hoffe, dass die jetzt komplett ist und dass da nicht wieder ein Fehler sich eingeschlichen hat. So, ja. Ob ich euch den vorstellen werde, weiß ich noch nicht, weil eigentlich kennt ihn jeder und jeder findet ihn gut. Oder gibt es jemanden da bei euch, der sagt, der Film ist Kacke? Na, dann lasst mich das doch mal wissen. So, das war mein Film-Update, liebe Leute. Jetzt aber noch was zu was anderem. Es wurde mir oft die Frage gestellt, wie ich Filme bewerte. Ja, wie bewerte ich sie? Ich bewerte sie jedenfalls nicht danach, ob ein Booklet oder Wendecover oder sonst irgendwas dabei ist, weil das interessiert mich überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist der Film. Einzig und allein der Film. Und den Film, den bewerte ich nach meinem persönlichen Geschmack. Egal, was andere sagen, ob die den toll oder beschissen oder sonst irgendwas finden. Wenn ich den gut finde, werde ich den auch so benoten. Und ich benote nun mal nach Schulnoten und nicht nach Punkten. Das kann jeder handhaben, wie er will. Es ist jedem freigegeben, das zu tun, was er will. Ja, liebe Leute, so viel dazu. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald. Dann gibt's wieder was Neues aus Cassandra's Movie Time. Bis dann.